Also soweit ich das einschätzen kann, ich bin natürlich kein Agrarexperte, habe an den leidenschaftlichen Diskussionen in diesem Agrarausschuss auch nicht teilgenommen, aber ich habe den Eindruck, man zementiert das, was wir bereits hatten. Also eine Agrarpolitik, die eher konservativ ausgerichtet ist, die große Betriebe bezuschusst und bevorteilt und die nicht das tut, was wir erwartet haben, also wirklich eine Strukturreform, eine Agrarreform vorzunehmen. Ich meine, jeder weiß das mittlerweile, dass 40% der EU-Mittel in die Agrarsubventionen fließen. Das ist ein enorm großer Betrag, wenn man sieht, dass der Haushalt der EU ja nicht allzu groß ist und auch umstritten ist. Im Moment erleben wir das ja. Dann ist das ein riesengroßer Posten und dann muss man die Gewähr dafür tragen, dass dieses Geld vernünftig ausgegeben wird, dass es eine ökologische Landwirtschaft fördert, dass es auch die Kleinbetriebe nicht benachteiligt, dass es nicht darum geht, große Agrarindustriekomplexe zu bezuschussen, die letztendlich das gesamte Leben auf dem Land verdrängen. Also wir müssten mal eine Sendung machen, nicht Bauer sucht Frau, sondern Bauer sucht Zukunft, Bauer sucht Perspektive. Das ist doch die Frage, um die es geht. Die Landbevölkerung ist veraltet, es ist nicht mehr attraktiv, auf dem Land zu arbeiten. Die industriellen Betriebe brauchen relativ wenig Leute und damit haben wir auch ein ausgesprochenes Sterben auf dem Land, im ländlichen Raum. Also diese Ortschaften dämmern so dahin. Also ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass es in unser Bewusstsein dringt, dass wir mit diesen Monokulturen unsere Böden kaputt machen. Und der Boden ist für uns ein wesentliches Kapital oder Voraussetzung für unsere Existenz, weil dort bauen wir all diese Früchte an, die letztendlich unsere Nahrung ergeben oder auch die Tiernahrung ergeben. Und mit diesen Monokulturen laugen wir diese Böden aus und machen sie kaputt und müssen sie dann wieder mit chemischen Düngemitteln entsprechend aufbessern. Und das alles wiederum beeinträchtigt die Trinkwasserqualität oder die Grundwasserqualität. Es ist ein verhängnisvoller Kreislauf. Deswegen ist eine vernünftige Landwirtschaft, die auf Fruchtfolgen setzt, die Pestizide, Herbizide weitgehend vermeidet, außerordentlich sinnvoll. Und wir reden viel über Ökologie, wir reden viel über Nachhaltigkeit, aber dort ist ein großes Defizit. Dort gibt es einen riesengroßen Handlungsbedarf in der Landwirtschaft. Und deswegen hoffe ich auch an dieser Stelle, dass wir von der EU diese artgerechte Landwirtschaft stärker unterstützen. Es kommt erstmal darauf an, innerhalb der EU eine gewisse Gleichstellung und eine gewisse Fairness zu erreichen. Schauen Sie, wir haben in Rumänien viele Kleinbetriebe, die sind unter 2 Hektar. Auch in Polen und Bulgarien gibt es solche Kleinbetriebe, in Ungarn. Die Fördermöglichkeiten sind nicht gleich. Man hat aufgrund von, man kennt das ja, in der EU gibt es immer besondere Vereinbarungen und Ausnahmeregelungen. Es erreicht, dass die bäuerlichen Betriebe in diesen Ländern nicht die gleiche Subvention bekommen wie in den alteuropäischen Ländern der EU schon. Das ist eine Ungerechtigkeit, die abgebaut werden muss. Zum anderen muss ich sagen, wir müssen uns ins Bewusstsein bringen, dass uns die gesunden und gut erzeugten landwirtschaftlichen Produkte etwas wert sein müssen, dass sie ihren ökonomischen, ökologischen Preis auch zum Ausdruck bringen müssen. Und das kostet eben mehr, als wir im Moment bezahlen. Es ist ein Unding, dass ein Liter Mineralwasser mehr kostet als ein Liter Milch. Das ist überhaupt nicht einzusehen. Insofern stimmt das gesamte Preisgefüge nicht. Hier müssen wir als Verbraucher, als Kunden bereit sein, auch mehr dafür zu zahlen. So wie wir steigende Benzinpreise akzeptieren, steigende Mietpreise und dergleichen mehr, müssen wir an sich auch dort die ökologische, ökonomische Wahrheit in den Preisen zum Ausdruck bringen. Und das gilt natürlich weltweit. Also auch die Subventionen von Importen und dergleichen oder Exporten, das alles ist wettbewerbsverzerrend. Ich finde, ein Landwirt muss von seiner Arbeit leben können. Er muss Preise erzielen können, die wir auf dem Markt auch akzeptieren, weil wir sicher sein können, das sind ordnungsgemäß erzeugte Produkte, da ist nicht gemogelt worden, da finden wir keine Pestizide drin, da finden wir keine Antibiotika im Fleisch und dergleichen mehr, sondern darauf kann man sich verlassen. Das sind wohlschmeckende, gesunde Nahrungsmittel und das muss uns etwas wert sein. Dafür müssen wir etwas zahlen. Das heißt, das gesamte Preisgefüge
gehört im Grunde genommen auf den Prüfstand.